Hallo, ihr Buchverrückten und Schreiberlinge und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal The Happy Novelist. Ich bin Sarah und ich möchte euch heute meinen Lesemonat aus dem August zeigen, der etwas ernüchternd ist, aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei diesem Video. Ja, nachdem der Juni und Juli ja quantitativ mit 10 und 11 Büchern richtig gut liefen, war der August eher das genaue Gegenteil, denn ich habe tatsächlich, ich mache mal in Anführungsstrichen, nur 4 Bücher beendet. Eins habe ich abgebrochen und in 2 bin ich so mittendrin. Aber auch generell, was so das Lesen und die Lesequalität anging, war das jetzt nicht mein bester Monat. Wenn ihr mein Currently Reading aus dem August gesehen habt, werdet ihr schon gemerkt haben, dass ich von den Büchern, in denen ich da so drin steckte, nicht so richtig begeistert war. Und das hat sich leider auch bis zum Ende des Monats zum Großteil durchgezogen. Es gab nur so ein Buch, was ich richtig, richtig gut fand und dann natürlich die, in denen ich jetzt so halb drin bin. Und ja, über die möchte ich euch jetzt ein bisschen mehr erzählen und es wird wahrscheinlich nicht das positivste Video, aber solche Monate und solche Bücher muss es auch mal geben und dafür hoffe ich ja ganz, sehr, ganz, ganz stark auf den September, obwohl das ja auch lustig werden kann mit meinem Bookcouple von TBR. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch immer hier oben. Da werdet ihr schon herausfinden, was ich damit meine. Aber jetzt erstmal zu den Büchern, die ich im August gelesen, abgebrochen und angefangen habe. Ja, eigentlich fing der August lesetechnisch, also qualitativ, doch relativ gut an. Denn das erste Buch, was ich beendet habe, im August, relativ zum Anfang, ich glaube 2., 3., ich glaube, ja, so in dem Dreh des Monats, war Duty and Desire verdächtig nah von Tessa Bailey, der dritte und letzte Band der Duty and Desire Trilogie. Die anderen beiden Bände habe ich ja auch in den letzten Monaten hauptsächlich als physisches Buch konsumiert und war von denen ja nicht so ganz angetan. Und deswegen habe ich mir gedacht, bevor du dir dann jetzt den kaufst und dann auch so nur mittelmäßig begeistert bist, hör ihn lieber über Spotify an, denn dort gab es ihn auch kostenlos, gab es eigentlich die ganze Reihe. Und wenn er dir da nicht gefällt, dann kannst du den Rest der Reihe auch aussortieren. Aber überraschenderweise war das tatsächlich mein Lieblingsband der Reihe und auch ein Buch, was mich richtig, richtig gut unterhalten hat. Es hat von mir insgesamt 4 Monde bekommen und ist, wie gesagt, mein liebster Band der Reihe. Greer und Danica waren einfach so unterhaltsam, so witzig und sind mir irgendwie auch so ans Herz gewachsen. Denn Danica ist ja die dritte im Bunde dieses Freundeskreises, dem wir folgen. Das einzige Mädel, eine der wenigen Frauen an der Polizeiakademie von New York und steht jetzt kurz vor ihrem Abschluss. Und sie ist eigentlich so die Top-Schülerin, so ein bisschen die Streberin. Sie kommt aus einer Einwandererfamilie und will eigentlich auch allen beweisen, dass sie das kann und dass sie der Verantwortung dann gerecht werden kann. Aber durch, ja, Umstände gerät sie da in etwas herein, das sie so ein bisschen in Schwierigkeiten bringt und was disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen muss, in dem Falle auch. Und die erlegt ihr ausgerechnet Greer auf. Greer ist ihr Ausbilder an der Polizeiakademie und gleichzeitig der Bruder, der ältere Bruder von Charlie aus dem ersten Band. Und ein richtiges Arschloch. Ein richtig fieser, kalter, ja, scheinbar gefühlloser Hund zwischen dem und Danica, aber so eine gewisse Chemie und eine gewisse distanzierte Verbindung besteht, auf der sie natürlich sich nie getraut haben, da nachzugeben, denn wie gesagt, Ausbilder, Schülerin und er ist sich der Grenzen dessen sehr, sehr bewusst und auch Danica kann ihn eigentlich so vom Typ her überhaupt nicht leiden, kann sich aber auch seiner Anziehung irgendwie nicht so ganz entziehen und deswegen haben sie sich eigentlich immer nur so mit Blicken, naja, ausgezogen wäre übertrieben, aber zumindest sehr tiefe Blickwechsel gehabt bis zu diesem Moment, als Greer ihr da aus der Patsche hilft und sie so ein bisschen unter Bewährung stellt und damit auch so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt, nicht wirklich, aber zumindest so ein bisschen aufpasst, dass sie nicht wieder in Schwierigkeiten gerät. Und dadurch kommen die beiden sich natürlich zwangsläufig näher und es war so gut. So, so gut. Ja, ich liebe ja so Arschloch-Charaktere, die aber eigentlich irgendwo tief drin ein gutes Herz haben. Und das war Greer, obwohl er ihm selber bewusst war, dass er eigentlich ein absolutes Arschloch ist. Denn auch so ihn zu hören und der Sprecher hat das auch richtig gut gemacht im Hörbuch. Und wie er dann auch selber sagt, so, bin ich ein Arschloch? Und ich dann nur so, ich im Gedanken schon, ja, definitiv. Und er so, ja, höchstwahrscheinlich. Und dann so, nein, definitiv. Und ach, war herrlich. Es hat mich sehr gut unterhalten. Ich habe das sehr, sehr schnell weggehört. Was bei mir bei Hörbüchern auch immer mal so ein bisschen tricky ist. Aber auch hier, wie bei Secret Book Club im letzten Monat, wollte ich extra mehr spazieren gehen, um dieses Buch zu hören und um da mehr einzutauchen. Und es war einfach herrlich und fand ich richtig gut. Natürlich hatte die Beziehung ein paar Probleme und
Manchmal gab es auch so Kommunikationsschwierigkeiten, deswegen hat er jetzt keine 5 Monde bekommen, aber an sich eine super unterhaltsame Geschichte, ein toller Abschluss der Reihe. Ich bin sogar versucht, die ersten beiden Bände auch nochmal als Hörbuch zu konsumieren, zumindest den ersten, der zweite ist mein am wenigsten geliebter, aber den ersten nochmal zu hören, um zu schauen, ob ich ihn vielleicht in diesem Format sogar noch ein bisschen lieber mag. Und auf jeden Fall wird der dritte aber auch bei mir einziehen und die Reihe dann doch bei mir im Regal stehen bleiben. Das ist mir tatsächlich aufgefallen, ich habe doch noch ein Buch mehr beendet. Das ist uns 5 geworden, also habe ich doch meinen Schnitt diesen Monat wieder geschafft. Yay, aber zu dem kommen wir gleich. Zuerst mal noch die kurze Erwähnung eines Buches, das ich auch gelesen habe, von dem ich euch aber nichts erzählen darf, denn ich war Testleserin für eine Freundin, habe da drüber geguckt und auch so ein bisschen kritisch drüber gelesen. Sind auch 270, 275 Seiten gewesen und auch das hat mich einiges an Zeit gekostet, weil es auch so ein Genre ist, was ich normalerweise nicht unbedingt lese, aber wo ich doch auch kritisch drüber lesen konnte und einige Anmerkungen machen konnte. Aber wie gesagt, weil es halt noch kein veröffentlichtes Buch ist und nichts, kann ich euch da auch nichts Genaueres zu erzählen. Nur, es zählt zu meinen beendeten Büchern und diesen Monat muss ich das auch mal dazu erwähnen, denn ich brauche irgendwie diesen Triumph, dass ich noch ein Buch mehr beendet habe. So. Ja, und Hörbücher haben mir diesen Monat definitiv den Arsch gerettet oder auch mein Leseziel, meine Lesezahl, denn da habe ich relativ viele von konsumiert. Und deswegen kommen wir auch gleich zum nächsten und das war Der dunkle Schwarm von Marie Grashoff. Das spielt ja in einer etwas düsteren Zukunftsvision von uns, bei der es auch Wirtschaftsbosse, die Welt regieren, Korruption herrscht und ja, radikale Umweltschutzgruppen setzen diese Bosse halt ein bisschen in Bedrängnis und mittendrin ist unsere Protagonistin Oracle oder auch Atlas, wie es zu den zwei Namen kommt, werdet ihr erfahren, wenn ihr es hört. Und sie ist Hackerin im Untergrund und gerät irgendwie so zwischen die Fronten der Wirtschaftsbosse und dieser Umweltschutzorganisation und muss einen Mordkomplott aufklären. Durch ihre besonderen Fähigkeiten ist sie dazu besonders ausgestattet. Und das ist ein Audible Exclusive, hat ein besonderes Format, denn dieses Buch gibt es tatsächlich nur als Hörbuch und das Ganze ist so ein bisschen aufgebaut wie eine Serie, denn dieses Hörbuch selber, das 10 Stunden geht, ist quasi die erste Staffel von Der dunkle Schwarm und jedes Kapitel, was ist quasi eine Folge und dauert ungefähr eine Stunde, paar Minuten plus minus, aber insgesamt kommt man so auf 10 Stunden für dieses Hörbuch und durch dieses serielle Format fand ich es ein bisschen schwierig. Also ja, ich habe es in meinem Currently Reading damals schon gesagt, dieses Buch hat mir so ein bisschen Probleme bereitet, denn eigentlich fand ich die Welt und das ganze Konzept und auch so die Grundstory ziemlich cool, das war actiongeladen, ging super schnell vonstatten, aber was das gleich auch begünstigt, dadurch, dass es halt so schnell vonstatten ging, blieb auch die Handlung und also auch aufgrund des episodischen Formats relativ oberflächlich meiner Meinung nach. Und von der Welt, was halt wirklich so einer der coolsten Aspekte ist, wusste ich halt schon super viel durch Marie Grashoffs Instagram-Stories. Und was, glaube ich, so mein größter Knackpunkt an der Geschichte war, ist wirklich, dass ich auch aufgrund dieses Formates, dieses episodischen und aufgrund dieser schnellen Handlung keine richtige Bindung zu den Charakteren aufbauen konnte. Also weder zu Oracle noch zu unseren Nebencharakteren, die wir dann noch so haben. Und deswegen konnte ich eigentlich auch nicht so richtig mit ihnen mitfühlen. Und das ist immer so, wenn ich Charaktere nicht mag oder nicht mit ihnen mitfühlen kann, ist es mir relativ egal, wie die Handlung ist und wie cool. Und hier war es genauso, denn ich habe es glaube ich im Currently Reading auch gesagt, da hätte einer von sterben können, denen hätten sonst was passieren können und es war mir einfach, I don't care. Also es hat mich nicht wirklich interessiert. Und deswegen hat das Ganze von mir am Ende auch, ich sag mal, nur 3 Monde bekommen. 3 Monde ist an sich ja keine schlechte Wertung. Aber es war auch jetzt kein Buch, was mich wirklich vom Hocker gehauen hat, auch kein Hörbuch. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir wirklich die zweite Staffel dazu dann angucke, wenn sie rauskommt. Denn, wie gesagt, es gibt es nur auf Audible. Und ich habe die erste Staffel jetzt durch einen Audible-Probemonat gehört. Und ich glaube nicht, dass es mir dafür wert ist, irgendwie mir nochmal Audible anzuschaffen und dann dafür zu zahlen. Ja, und ich habe es gerade gesagt, für Der dunkle Schwarm habe ich mir einen Audible-Probemonat angelegt und als Prime-Kunde habe ich sogar 2 Credits dafür frei bekommen, also konnte mir 2 Hörbücher in diesem Monat ausleihen, die das Abo gedauert hat und habe mich dann für mein zweites Hörbuch dafür entschieden, The Secret Book Club Band 2, die Liebesroman-Mission zu hören, denn das ist ja am 18. August gerade erschienen und nach Der dunkle Schwarm und generell nach den ganzen eher so Pleiten des Monats,
zu den anderen kommen wir noch, denn ich habe die anderen noch nicht beendet, hatte ich irgendwie Lust auf was Leichtes, Fluffiges und es war gleichzeitig auch so die Zeit, als ich hauptsächlich am See war und dann auch von Migräneattacken geplagt wurde. Siehe mein Weekend-Reading-Vlog, wo man dann auch sieht, wie ich dieses Buch noch weiter, beziehungsweise ich glaube sogar zu Ende höre. Und es war einfach genau wie der erste auch eine super süße, super unterhaltsame Geschichte, so witzig. So witzig. Ich liebe einfach den Buchclub. Ich liebe die ganzen Mitglieder im Buchclub und die Dynamiken dieser Männer, die Liebesromane lesen und sich da gegenseitig Liebestipps geben. Und ich mochte eigentlich auch Liv und Brayden, denn denen folgen wir in diesem Buch. Liv ist ja die Schwester von Thea aus dem ersten Band und im ersten Band ist sie den meisten ja nicht so sympathisch. Ich meine, ich habe sie damals noch nicht so gehasst wie manch anderer. Ich konnte durchaus schon verstehen, wo sie irgendwo herkam. Aber natürlich ist es trotzdem mega nervig gewesen, dass sie da so im Glück ihrer Schwester so ein bisschen rumgefuscht hat. Und Brayden Mack ist ja der Gründer, einer der Gründungsmitglieder des Buchclubs und bietet sich auch mal so ein bisschen als Ratgeber an, ist aber so mit bis zum damaligen oder bis zum Zeitpunkt des Buches der einzige Single und eigentlich auch so ein richtiger Frauenheld, der irgendwie keine Frau so richtig halten kann oder will. Das erfährt man dann im Buch. Und die beiden hatten ja schon im ersten Band so einen kleinen Encounter, also ihre erste Begegnung war jetzt nicht unbedingt das typische Meet-Cute und man hat schon sofort gemerkt, okay, da bauen sich Spannungen auf und Liv kann Brayden so überhaupt nicht leiden. Und diese Dynamiken, dieses Hate-to-Love-ige liebe ich ja und es war auch hier wieder richtig toll, denn sie konnten sich wirklich nicht leiden und es passieren am Anfang des Buches auch einige Dinge, die das nochmal verstärken. Aber dann wird Liv gefeuert wegen einiger Dinge, die sie beobachtet, die sie mitbekommt und die sie dann auch anprangert, was ich richtig, richtig gut fand, auch dass dieses Thema ja, auf den Tisch gebracht wurde und auch doch von vielen Seiten her beleuchtet wurde. Aber dann wendet sie sich doch irgendwo gezwungenermaßen hilfesuchend an Brayden und die beiden arbeiten zusammen, um ihren Ex-Chef ja, zu Fall zu bringen und seine bösen Taten aufzudecken und kommen sich dabei entsprechend näher. Und auch hier fand ich die Geschichte wieder super süß, hat von mir auch 4 Monde bekommen wie der erste, hatte aber auch hier wieder so ein paar Schwächen. Vor allem fehlte mir hier so hauptsächlich im ganzen Mittelteil so ein bisschen der Buchclub. Also wir haben ihn zu Anfang und zum Ende wieder gesehen, aber so in der Mitte kriegt man davon so gar nicht richtig was mit. Also da taucht vielleicht mal ein Mitglied auf, durch die Verwandtschaftsverhältnisse lässt sich das ja manchmal auch nicht ganz vermeiden. Aber so richtig tiefgreifend geht es eigentlich eher um das andere Thema, was im Vordergrund steht. Und das ist übrigens sexuelle Belästigung. Also wenn ihr da einen Trigger habt, dann müsst ihr aufpassen. Aber ich finde, das ist wirklich sehr vorsichtig und sehr ja, durchdacht behandelt worden. Wie gesagt, auch von vielen verschiedenen Seiten, viele verschiedene Aspekte dieses Themas. Und auf jeden Fall fehlt mir aber in der Mitte so ein bisschen der Buchclub und das Buch, was sie gelesen haben. Denn jetzt in diesem Buch liest der Buchclub quasi einen Romantic Suspense-Titel. Und wir bekommen nur einen einzigen Ausschnitt und das ist zum Ende, um quasi Brayden und Liv dann klar zu machen, was so ihre Fehler sind, was ihre Probleme sind und wie sie sie überkommen können. Aber so in der Mitte, wie es beim ersten Band war, kommt es davon überhaupt nichts. Und das fand ich gerade am ersten eigentlich so cool und das fehlte mir hier. Und irgendwo gab es auch so ein paar Kommunikationsschwierigkeiten auch hier wieder zwischen Brayden und Liv. Dann hat mich das so ein bisschen gestört, deswegen keine vollen 5. 4 Monde ist aber auch gut und auch das ist ein Buch, was ich jedem empfehlen kann, der so auf Liebeskomödien steht. War einfach sehr süß und unterhaltsam und sollte man sich mal anschauen. Jetzt habe ich gerade ziemlich lange von The Secret Book Club geschwärmt und das Schwärmen geht vielleicht ein klein bisschen weiter, denn das nächste Buch war auch ein Buch, was mir richtig, richtig gut gefallen hat. Und deswegen habe ich es tatsächlich auch physisch hier, denn ich habe es eigentlich als E-Book über die Online angefangen, konnte es dann aber nicht komplett zu Ende lesen und musste es mir dann sofort kaufen. Und ich habe es in meinen Neugier zu Ernest Gang vielleicht auch schon gesehen, denn das war Im Schatten des Fuchses von Julie Kagawa. Ein Buch für Anime- und Manga-Liebhaber und alle, die es werden wollen. Und das ist wirklich so. Und ich fand es auch richtig, richtig gut, denn wir folgen hier dem Kitsune Yumeko. Also sie ist eine Halbdämonin, Halbfuchsdämonin, Halbmensch, die in einem Tempel bei Mönchen ganz sehr abgeschieden aufwächst, sehr behütet aufwächst. Nur wird dann eines Tages dieser Tempel von einer Horde Dämonen angegriffen und in dem Erdboden gleich gemacht. Und Yumeko erfährt, dass dieser Tempel ein Geheimnis hatte, denn sie waren die Bewahrer eines Stückes einer Schriftrolle, die dazu dienen kann, einen großen Drachen zu beschwören, der Wünsche erfüllt. Klingelt da was für einen bestimmten Anime? Also bei mir definitiv. Ich erkenne hier schon durchaus Dragon Ball Vibes.
Und das Buch sollte ja auch so sein wie Inuyasha oder zumindest auch sehr stark von Inuyasha inspiriert. Und auch das habe ich eindeutig gesehen. Denn Yumeko flieht dann, kann den Dämonen gerade so entkommen mit diesem Stückchen der Schriftrolle, hinter denen scheinbar doch alle her sind, von denen sie ja vorher nichts wusste, und läuft bei ihrer Flucht direkt dem Dämonenjäger der Kage, Tatsumi, ich glaube, er ist Tatsumi, ja, Tatsumi in die Arme, der eben auch ausgeschickt wurde, sich dieses Stück der Schriftrolle zu sichern. Und er hält Yumeko für ein ganz normales Menschenmädchen und erklärt sich bereit, ihr zu helfen, zu einem anderen Tempel zu gelangen, wo sich dieses Schriftrollenstück, was er will, aufhalten soll. Nicht ahnend, dass Yumeko eigentlich das schon besitzt, was er sucht. Und die beiden machen sich dann zusammen auf eine Reise durchs ganze Land, zuerst zur Kaiserstadt und dann potenziell weiter zu eben diesem Tempel und lernen dabei eine ganze Reihe Gefährten kennen und begegnen einer ganzen Reihe gefährlicher Dämonen und Prüfungen, die sie bestehen sollen, müssen, wie auch immer. Und da kommt dann auch schon dieser Anuyasha-Aspekt mit rein. Es baut sich vielleicht Gefühle zwischen den beiden auf, aber diese Gefühle könnten auch sehr, sehr gefährlich und tödlich enden. Und es war toll. Das Ende war schon ziemlich explosiv. Ich bin gespannt, auch ganz, ganz bald in den zweiten einzusteigen. Und ja, wieder dieses Buch, ganz toll, hat Elemente nicht nur von Inuyasha und Dragon Ball übrigens, sondern ich erkenne auch so ein bisschen was von Naruto mit so Shinobi, die dann reinspielen und noch so ein paar anderen Anime- und Manga-Aspekten. Und das Ganze spielt in einer Welt, einer Fantasy-Welt, die sehr, sehr stark von feudalen Japan inspiriert ist, wo auch so ein bisschen Inuyasha wieder reinkommt. Und ja, dazu gibt es auf jeden Fall ganz bald noch eine ausführliche Rezension, denn ich habe in meinem Monatsfavoriten da schon sehr darüber geschwärmt und jetzt auch schon wieder über 3 Minuten darüber geredet. Und ich glaube, euch alles, meine ganzen Gedanken dazu zu geben, würde irgendwie den Rahmen sprengen. Deswegen habe ich beschlossen, da auch noch eine Rezension zu abzudrehen. Da könnt ihr euch freuen und die Augen für offen halten. Lasst euch nur versichert sein, das Buch hat so zwischen 4 und 4,5 Monden bekommen. Ich bin mir noch so ganz sicher. Zu Anfang war es eher nur so 4 Monde. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke und weil ich halt immer wieder drüber nachdenke und zurückkommen muss und doch auch ziemlich begeistert war, tendiere ich eher zu 4,5. Aber ich glaube, ja, ich glaube, es wären eher 4,5. Wie gesagt, dieses Buch ist mir irgendwie im Kopf hängen geblieben und ich freue mich schon sehr auf alles, was da noch so kommt. Und ich liebe diese Cover natürlich auch einfach. Und ja, freue mich sehr, da weiterzulesen und kann euch dieses Buch auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Dann kommen wir mal kurz zu dem Buch, was ich abgebrochen habe, was auch super schade ist und wo ich auch viel drin gelesen habe und dem auch eine große Chance gegeben habe. Und das ist Finde mich jetzt von Katinka Engel. Ich habe es leider, was heißt leider, nicht mehr hier, denn auf euch kommt noch ein Anhaul zu. Und da ist es dann tatsächlich auch schon in einem Paket ausgezogen bei mir. Und ja, dieses Buch hatte ich ja in einem Try a Chapter New Adult ausprobiert und war ziemlich begeistert, weil das erste Kapitel echt gut ist. Und der Anfang generell hat mich eigentlich sofort in die Geschichte gezogen, mir Lust auf mehr gemacht. Und das wirkte wie so eine richtig süße, tolle Geschichte. Irgendwas Leichtes, Fluffiges, was ich halt gebrauchen konnte, aber mit so ein bisschen einem ernsten Unterton. Und ich habe ja schon viel Gutes gehört und ich mag Katinka Engel selber eigentlich auch als Person total gerne. Ich folge ihr auch auf Instagram und hatte deswegen einfach auch Lust, jetzt endlich mal auszuprobieren, wie so ihr Buch mir gefallen würde. Und ja, was soll ich sagen? Also ich bin, glaube ich, bis zur Hälfte gekommen. Ich bin bis Seite, ich lasse mich kurz nachgucken, 251 habe ich gelesen. Und dann konnte ich einfach irgendwann nicht mehr. Also das Kapitel habe ich noch zu Ende gelesen und dann dachte ich mir so, willst du jetzt wirklich weiterlesen, wenn du weißt, da kommt jetzt noch irgendwas Dramamäßiges und aber irgendwie auch nicht und irgendwie, Dann habe ich gedacht so, nein, ich kann einfach nicht mehr. Ich habe dem Buch wirklich 250 Seiten gegeben, was wesentlich mehr ist, als ich sonst tue, denn sonst breche ich so ein Buch nach 100 Seiten ab. Aber die ersten 100 Seiten waren halt auch noch in Ordnung. Und ich habe es, glaube ich, auch im Currently Reading damals schon erzählt oder im Weekend Reading Blog, wo ich das Buch, glaube ich, auch mitgelesen habe. Dass ich es einfach, ich fand es in Ordnung und es war auch eine süße Liebesgeschichte, aber der Schreibstil ist das Problem für mich, denn der ist sehr abgehackt, er wirkt fast journalistisch, wenig tiefgreifend, sondern eher so nur beschreibend an vielen Stellen. Und da fehlte mir dann so die Emotion und da dann auch wieder dementsprechend die Verbindung zu den Charakteren. Und wie auch schon bei der Glücksschwarm, wenn ich mit den Charakteren nicht mitfühle, dann ist es mir auch egal und dann kann ich auch nicht und will ich auch nicht. Und dann wurden hier auch, was vielleicht auch zum Schreibstil so ein bisschen mit reinspielt, aber auch zum Aufbau der Geschichte, Probleme immer mal wieder aufgeworfen, so ein bisschen potenzielle Dramapunkte, die dann aber auch sehr schnell wieder gelöst wurden. Und so kam eigentlich keine richtige
Spannung so auf. Also es war so ein Punkt, der so ein bisschen Spannung aufbauen sollte vielleicht, der sich auch länger zog, aber da dachte ich mir so, ja, dafür muss man aber trotzdem nicht andere Punkte irgendwie so schnell abhandeln und so viele Sachen reinschmeißen, potenzielles Ex-Freund-Drama noch aufbauschen. Und generell hat mir Tamsin, die Protagonistin, hier auch zu schnell nachgegeben. Die beiden sind super, zu schnell zusammengekommen, meiner Meinung nach, und hatten auch zu schnell Sex. Also das ging alles innerhalb der ersten 150 Seiten, wo ich mir dachte so, wow, reißt euch mal zusammen. Ich dachte, ihr habt beide irgendwie eure eigenen Probleme und eure eigenen Dinge, die ihr überkommen müsst. Und dann auf einmal habt ihr schon Sex und seid zusammen und super glücklich und happy und verliebt. Und dann denke ich mir so, chillt mal. Das ist viel zu schnell und vielleicht gibt es sowas im wahren Leben auch, aber davon will ich dann New Adult nicht lesen, denn ich mag eher so ein bisschen, wie gesagt, eigentlich Hate to Love, aber auch wenn sich Sachen so aufbauen, also auch so diese Spannung sich aufbaut, und das fehlt dir hier komplett. Und deswegen, ja, habe ich dieses Buch abgebrochen, werde die Reihe auch nicht weiterlesen, obwohl mich die Nebencharaktere schon so ein bisschen interessiert haben. Aber es war halt das erste Buch von Katinka Engel und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie da viel zugelernt hat, und ich bin trotzdem noch interessiert, ihre Love-Is-Reihe mir mal genauer anzuschauen und zu gucken, ob sie sich da verbessert hat. Aber dieses Buch war jetzt eher nicht so meins. Ja, dann kommen wir mal zu den Büchern, in denen ich mittendrin stecke, und das sind sogar tatsächlich drei an der Zahl. Ich dachte eigentlich auch, es wären weniger. Ich habe mich diesen Monat irgendwie bei den Büchern komplett verzählt. Also vergessen wir, was ich am Anfang gesagt habe. Es sind auf jeden Fall drei Bücher, in denen ich mittendrin stecke. Und das erste ist ein Buch, was ich super schnell jetzt weggelesen habe, was eigentlich auch fast noch ein Monatshighlight hätte werden können, wenn ich es im August beendet hätte. Habe ich aber leider nicht. Und das ist Kissing Lessons von Helen Huang. Das war ja eines der letzten Bücher, was noch auf meiner Leseliste für den August drauf stand. Und ist genau wie Finde mich jetzt auch ein Buch, das ich in meinem Trial Chapter New Adult Video reingelesen habe. Und auch hier war ich ja so von dem ersten Kapitel super begeistert. Hätte am liebsten gleich weitergelesen. Aber nach der Pleite mit Finde mich jetzt war ich doch auch so ein bisschen, machst du es nicht? Aber ich habe es gewagt. Und Gott sei Dank habe ich es gewagt, denn dieses Buch ist einfach so unglaublich süß und unterhaltsam. Scheinbar ist das bei KISS-Titeln, den ich jetzt greife, irgendwie auch so ein Thema, was ich durchziehe. Denn ich mochte ja auch Duty and Desire Anfang des Monats schon sehr, sehr gerne. Und jetzt halt Kissing Lessons. Wir folgen hier Stella, die in der Bay Area in San Francisco-Gebiet lebt und die eben auch schon ihr ganzes Leben lang mit dem Asperger-Syndrom lebt, also auf der Autismus-Skala sich befindet. Und für sie ist es überhaupt kein Problem. Sie hat ihre Routinen, sie hat ihr Leben, sie hat ihre Arbeit, die sie liebt. Aber sie kommt aus einer sehr pushy Familie und ihre Mutter wünscht sich unbedingt Enkelkinder und drängt jetzt Stella nicht unbedingt, aber lässt sie das durchaus auch mal spüren und lässt auch mal so Kommentare fallen, wie wir das vielleicht alle mal schon kennen, mit Freunden, mit Kinderkriegen und was es da so alles gibt. Ja, und Stella hat es aber leider so gar nicht mit Beziehungen, mit körperlicher Nähe und schon gar nicht mit Sex, denn da hat sie nur einige schlechte Erfahrungen gemacht. Aber als sie sich wieder auf die Arbeit flüchtet, trifft sie doch noch einen Kollegen am Wochenende und er lässt ihr einen Kommentar fallen, dass Übung noch den Meister macht, und Stella mit ihrem rationalen Verstand denkt sich, gar keine schlechte Idee, vielleicht sollte ich einfach mehr üben. Und um eben mehr zu üben, engagiert sie sich einen männlichen Escort. Und eben dieser männliche Escort ist Michael, und Stella ist so anders als Michaels andere Kunden und Michael ist auch so anders als Stella es sich gedacht hat, obwohl sie nicht so richtig wusste, was sie erwarten sollte. Und die beiden kommen sich halt einfach auch außerhalb dieses Arrangements irgendwie näher. Und das ist einfach, wie gesagt, so zuckersüß, so witzig. Es gibt so viele witzige, tolle Situationen, aber auch so viele Situationen, die Diversität reinbringen, die mein Verständnis für Menschen mit Autismus, auf dem Autismus-Spektrum schon vergrößert haben, obwohl das ja bei jedem so ein bisschen anders auftritt und sich anders zeigt. Aber die Autorin selber hat, glaube ich, Autismus oder liegt zumindest auf diesem Spektrum und spricht deswegen so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung. Und wir haben aber auch kulturelle Diversität, denn Michael hat vietnamesische Wurzeln, seine Familie ist da noch sehr stark in dieser Kultur drin, und wir bekommen auch durch ihn und seine Familie dann sehr, sehr viele Einblicke darin, also in Gerichte, in die Religion, in was macht das alles so aus und wie ist auch so die Familiendynamik, die sich da so abspielt. Ist vielleicht nicht repräsentativ für alle, aber zumindest schon mal ein ganz spannender Einblick, und deswegen finde ich dieses Buch bis jetzt auch schon richtig, richtig gut. Ich habe auch nur noch 150 Seiten, die ich heute definitiv noch schaffe, aber wie gesagt, habe ich jetzt im August nicht mehr ganz fertig gelesen, aber
könnte potenziell wieder ein Highlight werden, auch ein Jahreshighlight. Und ich bin schon sehr gespannt aufs Ende und freue mich. Und es macht einfach so viel Spaß. Ein Buch, was mir leider nicht so viel Spaß macht und das ich mich tatsächlich eher durchquäle und hauptsächlich auch für eine Rezension mich da noch durchquäle, ist Cursed Kiss von Alana Falk, der erste Band der Gods of Ivy Hall Trilogie. Auf das habe ich mich ja schon mega gefreut und es war ja sogar, ich glaube, eine 5-Star-Prediction, also eine Highlight-Vorhersage in meinem Highlight-Vorhersage-Video, dass ich da sehr, sehr große Hoffnung drauf gesetzt habe, aber ich habe mich ja, glaube ich, im Juli, schon durch die ersten 100 Seiten gequält und musste es dann, als ich zu meiner Familie gefahren bin, auch erstmal zur Seite legen, beziehungsweise habe überlegt, ob ich das Hörbuch zur Hand nehme, hatte dann aber ein paar andere unterhaltsamere Hörbücher und bin dann zurückgekommen und wollte dann physisch weiterlesen, aber physisch konnte ich es irgendwie auch nicht, weil mich die Geschichte so gar nicht packt und höre es jetzt als Hörbuch halt nebenbei und bin dann tatsächlich auch, als ich in der Stadt unterwegs war, guten Teil durchgekommen, aber es ist halt einfach auch ein Riesenklopper, hat glaube ich über 500 Seiten und das ist einfach nichts, was mich so richtig packen kann. Auch hier liegt es glaube ich hauptsächlich wieder an den Charakteren, denn Aaron und Arden sind mir nicht wirklich sympathisch und ich fühle auch nicht so richtig mit ihnen mit. Vor allen Dingen ja mit, also ich glaube bei Arden ist hauptsächlich das Problem, dass ich ja, ich habe es glaube ich auch schon im Currently Reading gesagt, ich weiß ja, wie es ausgeht und ich kenne den Twist, was es mit ihm eigentlich auf sich hat zum Ende des Buches, weil ich das Buch ja schon mal im Praktikum von Ravensburger da reingelesen habe und auch fürs Ende gespoilert wurde. Ich meine, es hat sich einiges im Buch noch geändert. Merke ich jetzt auch immer mehr, dass sich immer mehr geändert hat, als das, was ich so kannte. Aber das Ende soll ja doch ähnlich geblieben sein. Und ich denke mir so, ich kenne den Twist, was es mit ihm dann hat. Und deswegen kann ich ihn einfach schon nicht mögen und ihm überhaupt keine Bindung aufbauen. Und Aaron ist selber auch einfach eher so nervig und geht mir manchmal richtig auf den Keks mit ihrem Hin und Her und mit ihren Schwestern und immer wieder und dann heult sie einfach rum und dann will sie sich wieder aufraffen und ist sie aber fies zu allen anderen, die einfach nur helfen wollen, bringt alle anderen in Gefahr und ist irgendwie so mega unverantwortlich und dann muss sie halt, und dieses, dass sie alle jede Woche irgendwie einen Typen küssen müssen, also alle, ja, aber Aaron auch immer wieder und denkst dir nur so, es zieht sich und es zieht sich und es passiert eigentlich gar nicht so viel, außer dass Aaron irgendwie über den Campus rennt und nach einer Lösung sucht und dann mal wieder rumheult und dann mal wieder irgendwas, vielleicht einen kleinen Schritt weiterkommt und dann aber doch wieder einen Rückschlag hat und rumheult und sich ein bisschen quält und sich nach Arden verzehrt und dann treffen sie durch Zufall natürlich immer wieder aufeinander. Und ich denke mir nur so, I don't care. Kann es bitte vorbei sein? Aber ich guck mal, ob mich das Buch irgendwie noch weiter packen kann. Ich werde es auf jeden Fall als Hörbuch noch zu Ende hören. Kann auch ein bisschen dauern, weil wie gesagt, so richtig Lust dazu habe ich nicht, aber ich arbeite mich da langsam durch und dann bekommt ihr zu diesem Buch auch noch eine Rezension. Eigentlich wollte ich ja sogar eine Reihenvorstellung machen, aber der zweite wird wohl zumindest für längere Zeit nicht bei mir einziehen und den werde ich vielleicht dann auch, wenn ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht, als Hörbuch hören, wenn es auf Spotify verfügbar ist. Aber bis zu diesem Standpunkt, bis zu diesem Zeitpunkt ist das keine Geschichte, die mich so richtig begeistert vom Hocker haut. Und eigentlich auch keine Geschichte, die ich so richtig empfehlen kann. Was mega schade ist, denn ich habe dieses Buch ja schließlich signiert. Und ich habe mich da mega drauf gefreut, weil es so gut klang. Aber so richtig kann das Buch irgendwie bis jetzt zumindest noch nicht meine Erwartungen erfüllen. Und damit sind wir beim letzten Buch, was wieder ein Hörbuch ist, was auch wieder eine etwas positive Note reinbringt. Denn das ist tatsächlich ein Buch, was ich auch sehr mag, was mich sehr gut unterhält. Und das ist Naturally Tan von Tan Friends, auch von ihm gesprochen. Und das ist quasi die Biografie von Tan Friends, den man ja aus Queer Eye kennt. Und er ist tatsächlich auch mein Liebster von den Boys, von den Fab Five aus Queer Eye. Und deswegen hatte ich tatsächlich überlegt, was mache ich denn, was höre ich dann so als nächstes? Und ich habe durch irgendwie Zufall, Glück, was weiß ich, noch einen dritten Credit bei Audible bekommen, bevor mein Probeabo abläuft, beziehungsweise bevor ich es kündige. Und das habe ich genutzt, um mir halt Naturally Tan auszuleihen und bin da jetzt auch schon so zur Hälfte, 45% durch, also jetzt schon ein bisschen mehr, aber zum Monatsende war ich das und muss einfach sagen, ich finde es mega unterhaltsam, ich finde es voll cool, wie er das so liest, ich mag seinen Akzent ja auch voll gerne, aber auch so seine sassy Art, die auch bei diesem Hörbuch voll gut durchkommt und so sein Leben ist super spannend, denn er hat ja doch einen ziemlich weiten Weg hinter sich von einem pakistanischen Jungen aus Manchester, pakistanisch-britischen Jungen aus Manchester, der dann in den USA ins Showbiz eingestiegen ist und mit Queer Eye richtig einen Erfolgsschlager gelandet hat und so seinen Weg von
eben Manchester, wie er seinen Mann kennengelernt hat, wie er seine verschiedenen, ja, Klamotten-Brands gestartet hat, bis eben zu dem Moment, wo er bei Queer Eye eingestiegen ist und was Queer Eye vielleicht auch mit ihm gemacht hat. Da bin ich noch nicht, aber ich bin jetzt so bei dem Punkt, wo er bei Queer Eye gestartet ist oder zumindest das Casting hatte. Und ich finde ihn als Person super sympathisch und ich finde auch seine Ansichten, die er so hat zu Kleidung, zu Beziehungen, zum Leben generell, nicht alle, aber zum Großteil sehr, sehr cool und wichtig und muss dem zustimmen und mag dieses Hörbuch deswegen auch sehr, sehr gerne und hört das auf jeden Fall zu Ende, bevor ich dann mich wieder Cursed Kiss widme. Und kann auch hier sagen, wenn euch so Memoirs interessieren oder so Biografien oder generell auch Queer Eye, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Besonders witzig fand ich, dass es da noch einen kleinen Gastauftritt von einem anderen Fab Five gab im Hörbuch, was ich sehr, sehr gut fand, wo ich sehr schmunzeln musste und was mich sehr, sehr gut unterhalten hat und einfach auch irgendwie glücklich macht, weil es einfach so ein glückliches Buch ist, auch wenn es durchaus mal ernstere Themen behandelt, aber generell ist der Grundton eher fröhlich. Und das war dann auch mein Lesemonat vom August, doch durchaus sehr durchwachsen, aber jetzt so im Nachhinein doch besser als gedacht, denn ich habe ja tatsächlich 5 Bücher beendet, in 3 stecke ich mittendrin und bin so zur Hälfte durch und 1 habe ich abgebrochen. Was also am Ende doch, wenn man so, glaube ich, so die Seitenzahlen zusammenzählt, auf einen ganz guten Schnitt kommt. Vielleicht nicht auf so einen guten wie im Juni und Juli, aber vielleicht wird es im September besser. Und am Ende waren doch ein paar richtig gute Bücher dabei, zwar auch einige Enttäuschungen, die ziemlich schwer wiegen. Aber wenn man viel liest, dann kommt dann auch darüber immer mal wieder, kommt sowas auch immer mal wieder vor, so wollte ich sagen. Und ja. Verratet mir gerne in den Kommentaren, was ihr da so gerade lest und ob ihr eins der Bücher, die ich beendet habe, auch schon gelesen habt oder noch lesen wollt. Da bin ich hier sehr, sehr gespannt und was so eure Meinungen dazu waren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wie gesagt, es kommen auf jeden Fall noch einige spannende Rezensionen und neue Videos auf euch zu. Und ansonsten, wie immer wieder, vielen Dank fürs Zusehen, dass ihr dabei wart und wir sehen uns ganz, ganz bald in einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut!